Herzlich willkommen bei Eschas Tarot bei den Liebeslegungen für den Monat November. Ich bin beim Sternzeichen Zwillinge. So, ich möchte heute mal für die Singles gucken und ich möchte aber auch für die Paare gucken. Eine ganz kurze kleine Gegenüberstellung. Die erste Karte ist für die Singles. Oh, sehr schön. Da haben wir die Herrscherin. Wahnsinn. Sehr, sehr schön. Also großartig. Für die Singles, das ist fantastisch. Ihr werdet wahrscheinlich in diesem Monat, werdet ihr so von innen leuchten. Ihr werdet mit so einer Stärke glänzen können. Ihr seid in eurer Mitte. Gleichzeitig ist das aber auch eine sehr weibliche Karte. Also bei euch spielt Fruchtbarkeit, Leidenschaft auch eine große Rolle. Selbst wenn ihr Singles seid. Ihr werdet das ausstrahlen. Das kann sein, dass sich das für euch nicht so anfühlt, dann wäre mein Rat, nochmal in einer ruhigen Minute ein bisschen reinzufühlen. Gleichzeitig, jetzt muss ich aber leider den leicht negativen Aspekt einmal ansprechen, manchmal schreckt das Leute ab, beziehungsweise Männer. Gerade wenn Männer so ein leicht angekratztes Ego haben, dann fühlen die sich von starken Frauen, von Menschen, die, oder beziehungsweise von Frauen, die wirklich in ihrem Selbstbewusstsein drin sind, dann fühlen die sich häufig abgeschreckt. Nimm das nicht persönlich. Es ist was sehr, sehr Positives, dass du so in deiner Stärke drin bist, beziehungsweise so, das so ausstrahlst in diesem Monat. Gleichzeitig ist das aber auch eine naturverbundene Karte. Also gerade wenn du spirituell bist, wenn du gerne in der Natur bist, wenn du da deine Kräfte herholst, wenn du viel mit dem Vollmondritualen und sowas zu tun hast, dann ist das hier dein Monat. Ja, wie gesagt, jetzt gucken wir auf die Paare. Diese Karte bist du, diese Karte ist dein Partner, das steht dazwischen oder zwischen euch. Okay, hier haben wir die Stärke für die Zwillinge. Die Stärke ist auch wieder eine sehr weibliche Karte. Ich denke, die Zwillinge werden im Monat November, die sind die Frauen, gerade die Frauen, sind sehr in ihrer Stärke drin, beziehungsweise sehr im Selbstbewusstsein. Irgendwas scheint da an der Sternenkonstellation zu sein, dass ihr in diesem Monat mit Stärke und Selbstbewusstsein glänzen könnt. Ich bin astrologisch nicht so gut bewandert, aber ich werde das nachher mal nachgucken und meistens ist dann auch irgendwas, was ich jetzt nur so in den Karten gesehen habe. Du bist in deiner Stärke drin, du bist planvoll, du kannst Dinge verändern und du bist auch in einem Selbstbewusstsein drin. Jetzt gucken wir auf deinen Partner. Und dein Partner feiert das mit dir. Das ist fantastisch, großartig. Ich bin begeistert. Also dein Partner hier, der ist nicht abgeschreckt von deiner Stärke, sondern der feiert das mit dir, der nimmt das auf, der kann vielleicht auch mit dir zusammen an irgendetwas arbeiten, irgendetwas bewegen, weil dein Partner ist nicht abgeschreckt. Der ist auch sehr gut in seiner Mitte drin und der hat auch nicht das Problem, dass er mit dem Selbstbewusstsein irgendwelche Probleme hat, so dass er sich von dir abgeschreckt fühlt. Nein, ganz im Gegenteil. Er feiert das mit dir, er unterstützt dich, gleichzeitig unterstützt du ihn. Das finde ich fantastisch. Jetzt gucken wir nochmal, was zwischen euch steht. Es könnte, tatsächlich ist das jetzt nichts, wo ich sage, oh, da steht aber doll zwischen euch, sondern das ist eher so eine unterstützende Karte. Also im Grunde genommen steht nichts zwischen euch, aber es kann sein, dass es mal zu Klärungsbedarf kommt. Gerade mit dem König der Schwerter. Das ist häufig so ein rationaler, kühler, sehr kluger König, der aber auch Dinge klären kann. Das ist so eine typische Klärungskarte. Gerade wenn ihr beide so in eurer Stärke drin seid und so doll aufeinander, wie sag ich das? Wenn ihr beide sehr starke Charaktere seid, dann kann es sein, dass man manchmal Dinge klären muss, damit man wieder zusammen auf einen grünen Ast kommt. Und das zeigt im Grunde genommen der König der Schwerter an. Ja, aber das werdet ihr schaffen, denn wie gesagt, ich sehe da kein Hindernis. Ihr seid ja auch beide nicht besonders impulsiv oder kopflos oder sowas in der Art. Ihr seid nur beide wahnsinnig stark, ihr unterstützt euch gegenseitig, ihr haltet euch gegenseitig. Das ist fantastisch. Also ich glaube, in diesem Monat wird nichts kommen, womit ihr als Paar nicht umgehen könnt. So weit bin ich, das zu behaupten.
Ja, lieber Zwilling, sehr, sehr schöne Legung. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Also der Monat November ist in Sachen Liebe. Das ist dein Monat, muss ich tatsächlich sagen. Schön, dass ich mal was Schönes sagen konnte. Ja, und bis zum nächsten Mal.